Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, zur jetzigen JFT Live Trading Sendung hier am Montag, 10.08.1945. Wir wollen auf die US-Märkte schauen, die hier buchstäblich ein starkes Reversal feiern. Auch am Freitag gab es ja nach den Verlaufstiefs hier zunächst eine Erholung. Und bevor wir den Nasdaq 100 anschauen, möchte ich Ihnen kurz den S&P 500 vorstellen, der sich hier sehr, sehr interessant zeigt. Zunächst mal im Stundenchartintervall hier die Situation seit dem Hochpunkt und der mehrfach bestätigten Abwärtstrendlinie. Dieser wird aktuell attackiert. Hochinteressante Situation, gerade im Widerstandsbereich um 2100 Punkte. Ganz, ganz großes Augenmerk auf die aktuelle Entwicklung in den nächsten, ja, 2 Stunden rund. Denn kann der Index dieses Niveau festigen? Bleibt über 2100, geht über 2100 aus dem Handel, dann hätten wir hier sicherlich kurzfristig weiteres Potenzial hier bis in den Bereich 2011, roundabout hier dieser Horizontalwiderstand, aber natürlich dann auch darüber hinaus, weil per se hier der Abwärtstrend gebrochen wäre. Sehr, sehr spannende Situation, das muss ich aber jetzt eben erstmal zeigen. Hier zuletzt aus der vergangenen Woche hatten wir zunächst einen Anstieg erwartet, wenn das Level von 2085 hält, dazu kam es nicht. Nach dem zähen Seitwärtslauf gab es dann hier am Freitagnachmittag den Ausverkauf, um dann hier am frühen Abend sozusagen eine Erholung einzuleiten, die sich jetzt hier auch sehr, sehr steil fortsetzt. Aber 2100 Key Level, wenn der Index da drüber bleibt, sieht es gut aus, dann kann das auf jeden Fall eine Woche der Gewinne werden und das Ganze kann hier stark weiter ausgebaut werden. Wir hatten ja den S&P am Freitag im Big Picture unter dem großen Bild mit dem langfristigen Aufwärtstrendkanal seit 2012, mit der Zyklusanalyse und, und. Der Index versucht sich jetzt hier zu retten, buchstäblich, und das kann natürlich dazu führen, dass der Index jetzt hier doch nochmal nach oben rauszieht. Klar, saisonal ist eine kritische Phase bevorstehend, aber hier technisch jetzt zumindest kurzfristig sehr schönes Potenzial gegeben, um hier nochmal ein paar Punkte draufzulegen, um dann hier gegebenenfalls sogar nochmal Richtung Allzeithoch anzustreben, das Allzeithoch anzusteuern vielmehr. Schauen wir uns das hier nochmal im Tagesschart an, da auch die Situation, die wir jetzt hier in den Chart bringen. So, hier ein Stück weit angepasst. Gerade im Stundenchartintervall muss man hier ein Stück weit Toleranz üben. So, diese Trendlinien machen wir mal weg. Sorgen wir für einen Clean Chart, um hier auch ein gutes Bild zu erhalten. Und ja, da sehen wir die Situation, dass 2085 eigentlich hätte halten sollen. Am Freitag gab es, wie gesagt, den Ausverkauf drunter. Keine schöne Situation, aber mit Touch 2070, 2067, diesem Level hier, gab es dann die Intraday-Erholung. Und die heutige Kerze hier als klares Engulfing, also hier diese Kerze schließt ja hier nicht sogar nur die Freitagskerze vom Candle-Körper her, sondern auch hier die Donnerstagskerze ein. Und diese Kerze hier, das ist eine High-Movement-Kerze, ähnlich wie diese Kerze hier am 28.07., ähnlich wie diese Kerze, ähnlich wie diese, wenngleich dann hier in der Regel eine kleine Verpuffung stattfand. Wichtig ist, dass diese Kerze jetzt dann ihre Fortsetzung findet. Und das kann der Fall sein, wenn der S&P 500 hier über 2100 Punkten aus dem Handel geht, dann hätten wir die Abwärtstrendlinie eben überwunden und dann hier die gute Chance, hier im Sinne dieses Pfades, den wir hier eigentlich schon ein Stück weit früher eingezeichnet zu haben hatten, hier dann doch direkt nach oben rauszuziehen, beziehungsweise hier möglicherweise einen Vierfach-Top zu machen oder eben dann tatsächlich nach oben weg empor zu klettern, was ich mir aber aktuell immer noch nicht so recht vorstellen kann. Eine größere Rücksetzer wäre hier definitiv mal angebracht. Das ist ja hier alles per se, wenn wir uns das hier angucken, seit Jahresbeginn bzw. seit März. Hier ein großes Seitwärtsgeschiebe. Da ist nicht wirklich viel passiert. Das ist entweder eine Konsolidierung auf hohem Niveau mit eben Ausbruchschancen oder aber eben hier die Vorbereitung eines größeren Down-Moves. Nach aktueller bullischer Reversal-Kerze hier sieht das jetzt so aus, als würden wir nochmal die Allzeithochs angreifen, beziehungsweise hier zumindest bis in den Widerstandsbereich 2128, 2130 vordringen. Diese Chance ist gegeben. Dazu muss der Index, wie gesagt, aber morgen definitive Anschlusskäufer finden. Denn schauen wir hier auf die Bewegungsspanne, haben wir aktuell 26 Punkte schon zurückgelegt. Der Schnitt liegt bei rund 18. Sie sehen es hier an der Average True Range 2095 war eigentlich heute das höchste der Gefühle. Wir sind hier schon deutlich drüber. Also nach oben ist jetzt im Prinzip die Luft raus. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir nochmal 10, 15 Punkte drauflegen. Erst läuft der Markt jetzt seitwärts zäh
Vielleicht nochmal ein Pullback, wie gesagt, unter 2100 ganz kurz, aber wichtig ist, dass dieses Level dann morgen gerade auch zum Opening gehalten werden kann, Schrägstrich weitergeht, dann hat der S&P 500 hier sehr, sehr gute Karten weiter anzuziehen. Unterhalb von 2100 Punkten steigen natürlich die Risiken hier nochmal Richtung 2085 zu fallen und ja, ein Fehlausbruch, nochmal eine schwarze Kerze hier, würde sicherlich dann endlich in Anführungszeichen einen Durchbruch der Marke von 2070 einleiten, um dann hier die Marke von 2045, dieses Unterstützungsniveau hier nochmal anzustreben. Das sind hier mal die Rahmenparameter, die wir hier mal rausgeben können. Also High Movement Kerze, setzt sie sich morgen fort, sieht sehr bullisch aus für den US-amerikanischen Markt. Setzt sie sich nicht fort, dann eher mau. Gut, ganz kurz noch zum Nasdaq 100, der hier auch mit über 1% daherkommt. Hier gehen wir mal nur in den Tagesschart. Da sehen wir auch hier ein schönes Reversal. Also wenn diese Kerze hier noch ein Stück weiter nach oben steigen könnte oder würde, dann hätte man hier eine schöne Candlestick-Dreifach-Kombinationskerzenumkehr sozusagen. Aber das ist noch nicht der Fall und da scheint es mir auch schon ein Stück weit Pulver verschossen. Wichtig hier, dass wir das Level von 4.540 Punkten, 45 Punkten hier halten. Da hatten wir auch damals den grauen Pfeil, da ging es am Donnerstag schon runter, am Freitag drunter mit einem kleinen Spike hier in Richtung dieses Unterstützungslevel. Aber letztlich mit dem heutigen Movement wird das Ganze ein Stück weit relativiert. Der Ausbruch unter die Aufwärtstrendlinie hier seit Anfang Juli ist somit auch passé. Und ja, kleine Rücksetzer könnten morgen hier als Kaufchance dienen, aber wichtig ist eben, dass sich das jetzt hier unmittelbar fortsetzt und nicht bereits morgen wieder abschwächt. Ja, also direkt anziehende Notierungen wären denkbar. Wenn es Rücksetzer gibt, dann dürfen die nicht unter 2045 Punkte fallen beim Nasdaq 100. Dann sieht es eigentlich ganz gut aus, dass der Index hier weiter nach oben sich schieben kann. Wichtig ist eben, dass jetzt die Anschlusskäufe vom Montag ihre Fortsetzung finden und nicht bereits morgen schon wieder ja, vorbei sind. Dann hat der Index auch hier eine gute Chance, weiter darauf zu streben. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, was sie hier darbieten, die Amerikaner. Hier nochmal zum Nasdaq 100, Allzeithoch 4816, wartet noch immer auf Einstellung. Hier haben wir auch einen Dreifachtop gesehen, ähnlich dem S&P 500. Großes Fragezeichen, ist der Technologieindex hier ein Vorläufer? Hier gab es nämlich den schönen Ausbruch, Pullback an dieses Ausbruchslevel und das war im Prinzip ja eigentlich die Kaufchance, nämlich hier per se nach charttechnischer Glanzleistung. Machen das jetzt mal hier kurz nochmal fix. Praktisch Local Low, neues Bewegungshoch, Rücksetzer und im Prinzip war hier dann dieser Aufwärtsmove im Sinne einer ABCD-Korrektur zu erwarten. Ja, der erfolgte nicht. Das ist ein Stück weit nach unten gelaufen und wir haben hier ein tieferes Tief gesehen. Und hier sind sicherlich viele, viele, viele Bullen ausgestoppt, rausgeschüttelt wurden, sozusagen die schwachen Hände, wie es denn früher nach André Cozzolani hieß, haben sich hier verabschiedet. Dann gab es aber, wie gesagt, die kleine Intraday-Hammerkerze hier und heute das Movement. Und das sieht wirklich bullisch aus. Also wichtig ist eben, dass das jetzt hier auch so bleibt, aber die Tendenz, dass das hier sich weiter nach oben entfalten kann, ist auf jeden Fall gegeben. Das Bild wirkt bullisch in jedem Falle. So, dann warten wir ab, was die Märkte machen. Wir schalten uns morgen wieder live zu den Märkten hier am Morgen DAX, dann natürlich das JFD-Devisenradar, um dann mittags vielleicht die eine oder andere Sondersendung und natürlich insbesondere am Nachmittag die US-Amerikaner zu beleuchten. Es bleibt spannend. Bleiben Sie uns gesund. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Restabend und wenn Sie mögen, bis morgen. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.